Brüder, liebe Freundinnen und Freunde, Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste. Noch einmal die Frage, warum dieses Alternativprogramm? Meine Antwort: Schauen Sie sich den Rucksack an. Das Knallrot blendet ja die Augen, aber es ist auch das knallige Rot eines Oberländer Himbeerapfels. Man möchte fast reinbeißen. Allerdings weiß man nicht, was drin ist. Im ungünstigen Fall ist es nur Füllpapier. Aber wir haben ja das Programm in der Hand. 1200 Veranstaltungen auf 600 Programmseiten. Wir wollen es sortieren. Wir wollen das herausfiltern, was wichtig ist und was weniger wichtig ist, worauf es ankommt. Wir wollen auch die zu Wort kommen lassen, die auf dem Quadratkatholikentag nicht zur Sprache kommen können. Zum Glück, also ich habe das Glück oder ich habe den Glück. Was? Bin ich ja unbeweglich. Ich habe das Glück, beziehungsweise den Glück, dass ich auch auf dem offiziellen Katholikentag auftreten darf. Aber nicht jeder. Und deshalb ist hier, jenseits der Bahnlinie, also etwas getrennt von dem Quadrat, das ja auch ein Zeichen feudaler Herrschaft ist, an die man sich anpasst, in die man sich integriert. Also jedenfalls, jenseits der Bahnlinie, sind wir hier versammelt. Was ist drin im Rucksack? Darüber hinaus, wer trägt den Rucksack eigentlich? Wer schnappt ihn sich oder wer schultert ihn? Die Kirchenleitung, die redet sehr viel vom Aufbruch. Ob sie noch diesen Aufbruch auch schultert? Sie redet viel vom Glauben. Ob sie wirklich den Glauben hat, den sie uns nicht unterstellt? Das Zentralkomitee, das schultert den Rucksack nur, wenn es den Auftrag bekommt, dass die Bischöfe das zulassen. Das Kirchenvolk, das würde diesen Rucksack wahrscheinlich beherzt anpacken und auch dorthin schleppen, wo sie die kirchlichen Ziele sehen, falls sie nicht daran gehindert werden. Und die letzte Frage an diesen Rucksack: Wohin soll denn die Reise eigentlich gehen? Auf den Flughäfen liegen Gepäckstücke herum, auf denen eine Destination steht. Der Zielflughafen. Auf dem roten Rucksack finde ich nichts. Die Bergsteiger wissen, auf welchen Gipfel sie gehen wollen, wenn sie also ihren Rucksack schultern. Also, ohne Zielbestimmung ist dieser ganze Aufbruch eine Lehrformel. Es gibt auch junge Leute schon, also nicht nur ich, die sagen, ich kann das Wort Aufbruch nicht mehr hören und ich kann das Wort Glaube auch nicht mehr hören. Der Papst hat es jetzt auch wieder in seiner Botschaft zigmal verwendet. Er hat ja oder will ein Jahr des Glaubens ausrufen, in Erinnerung an das Konzil. Und der Erzbischof Zollitsch hat ja auch von einem Fest des Glaubens gesprochen. Also Glaube und Aufbruch werden in diesem Rucksack mehr oder weniger Zauberworte. Eine zweite Überlegung, warum wir hier sind. Mich hat ein Journalist gefragt, warum die Katholikentage immer braver und immer frommer werden. Ich vermute, das liegt daran, dass die politische Dimension der Katholikentage, die ja am Anfang überhaupt dieser Laienbewegung, die sich ganz völlig unabhängig von den Bischöfen, und zwar auch im Widerspruch zu den Bischöfen im vorigen Jahrhundert oder im vorvorigen Jahrhundert gebildet hat, immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Die christliche Botschaft wird verdunkelt, wenn diese politische Dimension nicht mehr als Ausdrucksform des Glaubens an Gott zum Tragen kommt. Das hören wir im ersten Johannesbrief. Wie kann derjenige, der sagt, ich glaube an Gott,
seinen Bruder oder seine Schwester missachten. Umgekehrt, der Glaube an Gott verkörpert sich in der sympathischen Hinwendung zum anderen Menschen und im Engagement für Gerechtigkeit. Das heißt, Glaube ist Praxis, nicht irgendein Kult oder etwas für Wahrheiten, was Gott geoffenbart hat und was die Kirche zu glauben lehrt. Die erste Liturgie ist nicht die Anbetung, die Eucharistiefeier, sondern die Umsetzung dieses Glaubens im Handeln. Mit der Bekleidung der Nackten, mit der Speisung der Hungrigen wird Gott bekleidet, gespeist, wird Jesus als der andere, der uns herausfordert, anerkannt. Das ist die erste Liturgie, die Praxis aus dem Glauben heraus. Damit ist auch der erste Ort der Liturgie nicht irgendein Gotteshaus. Gott braucht keine Häuser, sondern unsere alltägliche Lebenswelt. In der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft, im politischen Engagement. Und das größte Sakrament ist ja nicht das Wasser der Taufe oder das Brot und der Wein in der Eucharistie. Nach dem Johannesevangelium ist das größte Sakrament die Küchenschürze. Die Küchenschürze, die Jesus sich umbindet, um den Seinen die Füße zu waschen. Und diese Stelle im Johannesevangelium ersetzt das, was bei den anderen Evangelisten das Abendmahl darstellt. Der Menschensohn ist gekommen zu dienen und sich nicht bedienen zu lassen. Das ist das größte Sakrament. Die Brüder von Thésée nennen diese Verbindung zwischen Glauben und dem Engagement für den Nächsten Kampf und Kontemplation. Die Franziskaner haben die Formel gewählt, Mystik und Politik, die auch in der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung eine große Rolle spielt. Und die Jesuiten haben es versucht mit der Formulierung Glaube und Gerechtigkeit. Das heißt also, wenn die Katholikentage so fad werden, dann liegt es daran, dass sie eine Seite dieser Dimension, nämlich die politische Dimension, in den Hintergrund gedrängt haben. Das Schlüsselwort des Katholikentages ist anscheinend, was die Themenbereiche angeht, Kultur. Das ist etwas vage. Es gibt eine Kultur des Lebens, eine Kultur der Gerechtigkeit. Eine Kultur, und jetzt wird es also wirklich euphorisch und barock, eine Kultur der Verantwortung für das Gemeinwohl. Damit also der Aufbruch nicht vergessen wird und der Rucksack, steht also immer noch davor, Wege zu einer Kultur des Lebens, Wege zu einer Kultur der Gerechtigkeit und Wege zu einer Kultur der Verantwortung für das Gemeinwohl. Barocker und vager kann man das nicht ausdrücken, was einen bewegt. Eine dritte Bemerkung. Wir feiern keine Konzilsaula oder keine Konzilsgala. Denn nur senile Gesellschaften feiern Jubiläen. Wir wollen hier einen argumentativen und praktischen Standpunkt deutlich machen. Auch wenn alle Welt vom Zweiten Vatikanischen Konzil redet, durch Preisverleihung, durch Jubelfeiern, auch wir können uns dem nicht entziehen, dass es 16 Dokumente gab, die in umstrittenen und massiven Konflikten und Auseinandersetzungen zu Kompromissformen zusammengebastelt wurden. Und dann nochmal durch irgendeine höhere Autorität fast in das Gegenteil verkehrt wurden, was die Bischöfe beschlossen hatten. Also das können wir nicht ausschließen, dass diese 16 Dokumente Kompromissformen sind, aus denen sich auch jeder da und dort seine Stellen heraussuchen kann. Diese Entscheidung muss gefällt werden.